Hey, mein Name ist Frank von Frank Schätz Woodwork und ich heiße euch herzlich willkommen zum Halloween Special 2018 hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werdet ihr nicht nur erfahren, wie ihr dieses gruselige Gesicht hier schnitzen könnt, sondern ich werde euch auch zeigen, wie ihr super einfach nur mit einem Akkuschrauber und einer Säge mich bauen könnt. Und zusätzlich biete ich noch die Möglichkeit an, dass sich die Kinder die Halloween-Süßigkeiten, wenn sie sich denn trauen, ganz einfach selber nehmen können. Und wenn ihr euch traut, bis zum Schluss dran zu bleiben, dann erwarten euch noch ein paar richtig coole Preise. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß bei diesem Halloween Special. Für das Grundgerüst habe ich Resthölzer aus meiner Werkstatt genommen. Diese sind ca. 2x4 cm groß. Übrigens auch ein Maß, was man in jedem Baumarkt kriegt. Also wenn ihr jetzt keine eingefleischten Handwerker seid, könnt ihr das auf jeden Fall auch bauen, indem ihr euch das Zeug einfach aus dem Baumarkt holt. Ich habe das Grundgerüst wirklich so einfach geplant, dass es für jeden nachzubauen ist. Auch für Leute, die keine Maschinen oder eine Werkstatt haben. Aus diesem Grund kann man im Prinzip auch alle Schnitte hier mit einer Handsäge machen, aber in meinem Fall mache ich das natürlich mit meiner Kappsäge. Wie ihr sehen könnt, bestehen die Latten nicht einmal aus dem gleichen Material. Es ist wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Zeug, was ich noch in der Werkstatt rumfahren hatte. Die Ablagefläche, auf der später die Schüssel mit den Süßigkeiten steht, ist einfach nur zwischen diese beiden Latten hier reingesteckt, also nicht verschraubt. Aber die Beine verstärke ich nochmal durch eine zusätzliche Latte, einfach damit es ein bisschen stabiler wird. An eurer Stelle würde ich euch empfehlen, alle Löcher vorzubohren, da sich sonst das Material, wie ihr hier sehen könnt, spalten kann. Und das will man natürlich vermeiden. Die Füße sollten relativ lang sein, in meinem Fall sind es 40 cm, einfach damit die gesamte Konstruktion stabil steht und nicht umfallen kann. Der Kürbis wird auf die spätere Plattform einfach nur draufgestellt und damit er da nicht runterrollen kann, habe ich an den Seiten noch so kleine Brettchen festgeschraubt. Die Arme habe ich jeweils mit nur einer Schraube befestigt, damit sie noch beweglich sind. Mit dem Grundgerüst wären wir damit eigentlich fertig, kommen wir also zum Kürbis. Beim Schnitzen von Kürbissen gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu beachten, da könnt ihr eurer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Natürlich muss man zunächst ein Loch oben reinschneiden und dann die Inhalte entfernen. Das kann unter Umständen etwas umständlich werden, weil das relativ faserig ist, was da drin ist. Wenn man das aber geschafft hat, ja, dann kann man sich ein Design einfach aussuchen aus dem Internet oder wie in meinem Fall irgendwas eigenes. Und beim Ausschneiden kann ich euch eigentlich nur den Tipp geben, nehmt ein Küchenmesser, ein relativ kleines, denn je kleiner die Klinge ist, umso detailreicher könnt ihr am Ende auch schnitzen und so schöner werden dann auch eure Ergebnisse. Wie ihr ja gesehen habt, ist dieses Teil hier super einfach zu bauen und auch für Heimwerker ohne viel Maschinen auf jeden Fall machbar. Und in 3 Tagen ist Halloween, also bis dahin habt ihr noch genug Zeit und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zu den Preisen kommen, will ich mich erst einmal bei euch allen bedanken, Leute. Über 20.000 Leute haben jetzt diesen Kanal bisher abonniert. Es ist wirklich eine unglaubliche Zahl. Ja, ich bin happy über jeden einzelnen von euch und natürlich auch über jeden neuen, der dazukommt. Und was ihr jetzt machen müsst, um an dieser Verlosung hier teilzunehmen, ist mindestens so einfach wie der Bau von diesem Teil hier. Zum einen gibt es von Wolfcraft diesen Dübel-Jig hier und einmal das Undercover-Jig Starter-Set. Und zum anderen ein wirklich ausführliches Starter-Set zum neuen Triton Pocket-Hole-Jig mit wirklich jeder Menge Zubehör, sodass ihr euch direkt in das nächste Projekt stürzen könnt. Und wie bei jeder Verlosung, um einen dieser beiden Packs hier zu gewinnen, müsst ihr nur Folgendes tun. Gebt dem Video hier einen Daumen hoch, abonniert mich und hinterlasst mir hier ein nettes Kommentar mit dem Hashtag Süßes oder Saures. Nächsten Sonntag in meinem nächsten Projektvideo werde ich die Gewinner bekannt geben und ich drücke euch jetzt schon mal ganz fest die Daumen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Schnitzen von dem Kürbis oder beim Nachbauen von dieser coolen Vogelscheuche. In 3 Tagen ist Halloween und wenn jemand dieses Ding hier nachbaut, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn er mir über meinen Instagram-Account, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, mir ein paar Bilder schickt. Und eine Auswahl der besten werde ich dann auf meinem Instagram-Account veröffentlichen. Ich bedanke mich bei euch allen vielmals fürs Zuschauen und auch vielen, vielen Dank, Leute, an all die treuen Abonnenten, die mich bisher hergebracht haben. Lasst uns die nächste Marke knacken und zwar die 50.000. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Ich wünsche euch allen Happy Halloween und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!